Und damit willkommen. Das heißt, wahrscheinlich würde ich den Part schneiden müssen. Oder ich mache jetzt einen neuen Part. Dann werde ich den alten gleichzeitig mit dem hier hochladen und veröffentlichen. Ich habe nämlich gerade versehentlich einen Part aufgenommen und wieder abgebrochen, weil ich schnell speichern wollte, was auf F5 ist und nicht auf F9. Wir waren gerade schon mal in der Höhle, sind hier jämmerlich verreckt. Direkt. Wird gereimt. Und naja, vielleicht lade ich lade den einfach gleichzeitig hoch. Ich glaube, du kannst dich auf YouTube auch noch zusammenschneiden. Ja, aber das ist ja nicht so cool. Das ist genau das, als würdest du es so zusammenschneiden. Ja, außer dass es nicht so cool ist. Ja, dann mach's nicht. Ich bin übrigens immer noch dabei. Ja, genau, Freddy ist immer noch dabei. Und wie gesagt, wir haben gerade schon einen Part aufgenommen. Indem ich das hier verkackt habe, alles. Wie lange hast du denn aufgenommen? Keine Ahnung, 2 Minuten oder so. Okay. So. Die Pflanzen hier sind nämlich übertrieben stark. Und dann hatte ich einen Bug, dass ich nicht angreifen konnte und deshalb bin ich dann gestorben. Mit einem schweren Kampfstil macht man die echt deutlich leichter fertig. Ja. Deshalb sollte man auch wissen, welchen Kasten man benutzt. Ich hatte mich nur gewundert, weil der langsame Kampfstil ja auch gut ging. Man ist ja schnell, nicht der langsame. Ja, genau, der Schnelle. So, jetzt muss ich erstmal eine Schwalbe nehmen. Habe ich eben übrigens auch genommen. Das Problem eben war nur noch, dass ich auf einmal nicht mehr angreifen konnte, warum auch immer. Freddy meinte, was gibt's zwischendurch mal? Also so wie du hast es bestimmt was nicht. Also ich habe das manchmal, dass ich nicht angreife für einen kurzen Moment und dann schlägt er ganz mal wieder zu. Sporen. Nee, ich konnte gar nicht mehr angreifen eben. Das ist schade. Ein menschlicher Überrest. Okay. Das ist doof für den menschlichen Überrest. Hier müsste noch einer kommen irgendwo. Ich werde von hinten auch noch angegriffen, schön. So, die gehen hier nämlich ziemlich auf Eier. Die sind ziemlich stark und machen ziemlich viel Schaden auch. Ich verstehe das Ausweichsystem hier irgendwie nicht. Oh, ich habe nochmal schnell gezaubert, ups. Bohren. Okay, merke, die Pflanzen kann man nicht betäuben. Das ist ja auch ganz schön doof. Ja. Aber egal. Da hinten ist ein Ausgang. Hä, wieso ist hier schon wieder ein Ausgang? Hä? Ist die Höhle irgendwie winzig? Ja. Ja, was soll man hier jetzt drin? Ja, du sollst die Leiche da angucken. Welche Leiche? Hier ist keine Leiche. Du hast von der Leiche gerade geredet. Ja, aber die liegt vor dem Höhleneingang. Nein, da soll in der Höhle eine liegen. Ah, hier hinten ist ein dunkler Ort. Okay, vielleicht liegt sie hier irgendwo. Wohl, ne, von dem einen lootest du das, stimmt. Menschliche Überreste oder was? Ja. Okay, dann habe ich das schon. Ja, weil es keine Quest-Aktualisierung gegeben hat. Sollte es aber eigentlich. Hat es eine gegeben? Vielleicht habe ich es einfach nicht gesehen. Wahrscheinlich. Kann durchaus sein. Ich guck mal nach. Ja, ich muss den Gefährten von Leuwarden beerdigen. Ich sollte mit dem Händler reden. Okay, dann war's doch echt schon.
Kurze Quest. Ich hasse es, dass die Höhleneingänge teilweise verschüttet sind und man deshalb irgendwo nicht hinkommt. Das ist mega nervig. Ja. Ausgang. Ich sehe mit E. Wann haben wir angefangen? Weiß ich. Ich auch nicht. Ich bin immer so gut. Ich merke mir das immer so schnell. Ich spiele mal die ganze Zeit GTA. Was sind eigentlich deine Tagesaufgaben? Ich habe keine. Das ist das Problem. Ich habe die noch von vor zwei Tagen. Ja, das habe ich auch dauernd. Das nervt mich richtig hart. Ja. Ich weiß aber nicht, warum das so ist, wie es ist. Oh ne. Scheiße, ich hätte eben in dem Feuer schlafen sollen. Ich penne jetzt nochmal bei dem Opa. Zwei Schläge mit der Fackel und die Geisterhunde sind tot. Okay, cool. Wusste ich auch nicht. Ich hab die Fackel noch nie benutzt. Hab die gerade benutzt, weil sie sich so noch ausgerüstet hatte. Ich möchte ja gerne einen Mann in der Gruft der Kirche begraben. Möchte ich das denn? Ja. Okay. Habe ich sonst noch irgendwelche Chancen, ihn zu beerdigen, außer in der Kirche? Ich wüsste jetzt von keiner. Also hast du das gemacht? Ja. Okay. Wo ist er? Achso, es ist Morgengrauen, da ist er wahrscheinlich Kirche. Ja, da ist er ja. Kniet und betet. Sprecht, schnell. Ich möchte gerne einen Mann in der Gruft unter der Kirche begraben. Ihr habt das ewige Feuer entfacht. Ich bin euch so dankbar. Dann ist es abgemacht. In der Gruft steht ein verfallender Sarkophag. Verfallend? Wollt ihr lieber ein Loch ausheben? Ich nehme den Sarkophag. Gut, wenn im Sarkophag... Stimmt, in der Kapelle waren wir noch gar nicht. Da konnten wir ja vorher nicht rein. Achso, vorher war die immer abgeschlossen. Schränkchen. Oh, erstmal den Geistigen beklauen. Ja, Geld! Möchte ich dem was klauen? Ja, mach ruhig. Okay, okay. Gut, wenn ich den Geistigen... Was du findest. Wir beklauen einfach die Kirche. So wie sich das gehört. Bin normal. Aber andersrum, ne? Ja, sonst beklaut die Kirche einen. Das ist kein Sarkophag, das ist ein Ofen. Junge. Ja, das hab ich mir auch so gedacht. Also ein Sarg sieht jetzt nicht so aus, aber... Psst. Kennt ihr mich noch? Ich erinnere mich. Ihr habt mich gejagt. Ihr und eure abscheuliche Jagdgesellschaft. Das tue ich immer noch. Nur das Wort jagen trifft es nicht ganz. Wieso nicht? Meine Aufgabe ist es, ein Schicksal zu erfüllen. Angenommen, ich glaube euch. Verratet ihr mir mein Schicksal? Schicksal ist ein zweischneidiges Schwert. Ihr seid die eine Schneide. Die andere ist... Was ist das für ein komischer Geist? Ich kenne den nicht. Tot. Ich folge euch und warte darauf, dass ihr einen Fehler macht. Das ist nicht alles. Es gibt den Tod, aber auch den freien Willen. Ich werde die Salamandra finden und mein eigenes Schicksal erfüllen. Ich werde warten, Wolf. Aendrion! Wasser auf Leo! Duffle! Duffle. Ihr verspottet das Schicksal. Ihr verspottet es und spielt mit ihm. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Ihr seid die eine Schneide und die andere ist... Der Tod? Nein, wir sind es, die gestorben sind. Euretwegen. Da er euch nicht zu fassen kriegt, begnügt er sich mit uns. Der Tod folgt euch auf Schritt und Tritt, weißer Wolf. Aber andere sterben. Euretwegen. Okay, aua! Leo? Wir müssen gegen Leo kämpfen? What the fuck? Was hast du gemacht in der Gruft?
Ich hab ein bisschen den Geist verharscht. Was hast du gesagt? Weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall war der angepisst und ist weggegangen. Was hast du gesagt? Die andere Schneide ist... Ich hab gesagt tot. Das fand Leo nicht so cool. Wer ist Leo? Ja, der Typ, der am Anfang gestorben ist, Mann. Ja, ich weiß aber, wieso fand Leo das nicht so cool. Weiß ich nicht, weil er dann kam und meinte, er ist unseretwegen gestorben, weil der Typ sich uns nicht zu fassen kriegt und sich mit den Waffenausbaustufe. Man kriegt einen roten Meteoriten von dem Typen. Ich hab nichts bekommen. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich Leo töten will. Leo ist schon tot. Ja, aber ich hab seinen Geist getötet und Leo ist ja einer, den ich nicht töten will. Ich lade das Ganze nochmal. Wieso? Ich weiß nicht. Ja, du hast dein Geist ist ja los, warte, das hat jetzt keinen Nachteil, glaube ich. Okay. Weil er kann ja nicht doppelt tot sein, oder? Ich weiß es nicht. Also auf mich war der Geist einfach nur sauer und ist gegangen. Ja, besänftigen kann man den bestimmt nicht. Gut, dann lassen wir es mal so. Ich muss jetzt mal was essen. Hauptsache, man isst einfach immer so ein Brot. Also du isst ein Hähnchenkeule, dann isst du eine Hähnchenkeule. Ja? Ja. Der Geist ist übrigens die wilde Jagd. Was? Der Geist heißt die wilde Jagd. Okay, was macht der? Keine Ahnung, aber The Witcher 3 heißt Wild Hunt. Wild Hunt. Was okay. Übersetzt die wilde Jagd ist. Ja, ist richtig. Kombiniere, da ist etwas im Busch. Bekifft Autofahren GTA ist übrigens nicht die beste, die man haben kann. Das habe ich noch nie versucht, aber ich habe in GTA auch noch nie gekifft. Wir sind richtig drauf. Ach ja, ich wollte den HD-Patch noch installieren. Machst du sowieso nie. Wenn du mir nachher erklärst, wie, dann mache ich's. Du willst den Runterpacks-Dateien rein, Ende. Ja, wo rein? Hühner! In den Ordner. Muss mir nachher mal zeigen. Also ihr müsst verstehen, ich bin dämlich bei sowas. Ich krieg's nicht mal hin, Minecraft vernünftig zu modden. Nicht? Also ich krieg's überhaupt nicht hin. Scheiße, ich wollte mit dir und Jörg noch ein bisschen Feed the Beast zocken oder sowas. Dr. Jörg? Ja, mit Dr. Jörg. Ohne Mann. Aufnahme und ohne alles. Privat, einfach nur so. Was? Weiß ohne Aufnahme? Ja. Einfach nur so zum Spaß. Was? Was? Aber ich wollte das aufnehmen. Kannst du machen, wenn du Bock drauf hast. Let's Player. Ich Minecraft mach das, Let's Player. Ach ja, was müssen wir eigentlich noch machen, bevor wir weiter können? Questen. Last der Vergangenheit. Ich sollte Lohn abgeben. Faustkampf ist nichts. Würfelspiel ist nichts. Bengars Geheimnis ist nichts. Das ist in der Stadt. Würfelpoker ist auch Poker. Wer ist Haren? Harenbrock ist der Typ am... Achso, gegen den muss ich noch spielen. Ich gehe ja bestimmt selbstständig in die Stadt, oder? Ich werde ja nicht in die Stadt geleitet, oder? Also nicht in der Cutscene. Nein, du wirst die Cutscene früh genug bemerken, also... Da kommt noch ein bisschen was vorher, aber... Du kann man sie abbrechen? Nein, und danach kommst du nicht mehr zurück. Sag mir, wann die Cutscene stattfindet. Ja, also das wirst du schon merken, also... Sicher? Ich sag dir einfach immer, bei welcher Quest ich bin, okay? Ja. Okay. Also ich rede jetzt erstmal mit dem... Warte, war der überhaupt ein Gasthaus, der Typ? Harenbrock nicht. Nee, der, bei dem der ich die Quest Clanläufer abgehe. Denn schon? Stress in der Kneipe? Nein, lasst mich in Ruhe. Oh, kleines Täubchen, go uns ein anderes Lied. Finger weg. Die ist wieder borstig. Los, wir machen's wie bei Mikos Mädchen, Ilsa. Die hat vielleicht geschrien. Seid ihr auch neu hier? Wahrscheinlich trug er euch auf, hier zu warten, genau wie uns. Kommt, wir nehmen uns dieses Mäuschen vor. Diese Dame gehört zu mir. Keiner von euch wird sie anrühren. Das sagt ihr so. Wir wollen uns amüsieren und ihr werdet uns nicht aufhalten. Ach, wirklich? Ich schicke euch ins Grab. Die wollen hier die eine vergewaltigen? Das können wir wohl nicht zulassen, wa? Verteidigt euch!
Und alle tot. Geralt, ihr kamt gerade zur rechten Zeit. Seid ihr wohl auf? Jetzt, ja. Sie haben mich überrascht. Die Bauern sind alle davongelaufen und ich saß in der Falle. Sie haben den Schankwirt umgebracht. Die werden niemanden mehr belästigen. Eure Schwertkunst ist beeindruckend. Was mich betrifft, so muss ich jetzt weiterziehen. Ich muss nach Visima. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Lasst mich euch zum Tor geleiten. Die Straßen sind unsicher. Nein, ihr müsst euch um die Salamandra kümmern. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich warte hier auf euch. Macht sie fertig, Geralt, für mich. Ich komme zurück, Shani. Ich werde warten. Der Schankwirt. Ich sollte seine Taschen durchsuchen. Und daneben liegt einfach ein Kopf. Gehen wir mit Shani zusammen in die Stadt? Noch nicht. Also, da fängt es aber langsam an, also. Okay, Schankwirt. Schlüssel zum Salamander-Versteck. Oh, wow. Da musst du als nächstes dann hin. Oh, Kopfüberreste. Was zu fressen und Brot. Noch mehr Überreste, die ich nicht durchsuchen kann. Toll. Doch jetzt. Überreste. Oh, das vergeht alles immer so schnell. Mit Steuerung kannst du übrigens alles schnell looten. Mit Steuerung? Also Steuerung, dann klicken und dann lootest du einfach alles, was in der Leiche drin ist. Okay. Ist ganz nützlich für Monster und Pflanzen. Cool, das wusste ich vorher auch noch nicht. Das ist gut. Danke. Bitteschön. Woher weißt du das? Steht da drunter, oder? Stand irgendwann mal da. Oh mein Gott, ich habe mir das nicht richtig durchgelesen. Ich bin ein schlechter Let's Player. Ja. Ja, für das schlechteste Display, weil ich mir einfach nichts durchlese. Und wie auch einfach niemand mehr hier ist. Ich hatte mich schon gewundert, dass der Zwerg weg war und die ganzen Wachen. Okay, das heißt, wir gehen jetzt zur verschlossenen Tür, hauen den auf die Fresse. Und dann... Ach nee, hä? Der Typ ist nicht mehr da. Also wenn du jetzt durch die Tür, also durch die Schlüssel da gehst, dann bist du, glaube ich, kurz davor weiterzukommen. Okay, also Last der Vergangenheit, sagst du, soll ich vorher machen. Last der Vergangenheit, was ist denn das? Das ist mit Loiva denn, ne? Ja. Den triffst du noch in der Stadt, also das kannst du noch da machen. Also der ist jetzt, glaube ich, auch sowieso schon in der Stadt, weil... jetzt. Ja, also in der Schmiede ist er nicht mehr. In der Raststätte, meine ich. Ja. Was habe ich ansonsten noch für offen... Ach ja, ich wollte mit der Hexe nochmal sprechen, wegen dem Jungen. Also wenn ich jetzt durch die Salamandra-Tür gehe, ist danach Cutscene in die Stadt oder was? Nein, nein, also da kommt noch vorher ein bisschen was anderes, also ein bisschen wichtige Story-Scheiße und so, aber... danach musst du dann nochmal zum Gasthaus, glaube ich, zurück und Shani abholen, dann geht's in die Stadt. Okay, also... Die Hexe ist auch nicht mehr da. Wo sind die denn alle? Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Ja, nee, jetzt mal ernsthaft. Ja, spiel einfach weiter. Ist die Hexe auch in der Stadt? Nein. Habe ich noch eine Chance, mit dir zu reden? Ja. Okay. Kann ich sie jetzt finden oder nicht? Nicht jetzt, also das, die hängt mit der Story zusammen. Oh. Okay. Tür zum leerstehenden Haus. Oh, das war nicht das leerstehende Haus mit der abgeschlossenen Tür. Upsi. Jägersmann. Weiße Myrte. Scheiße, wo war denn nochmal das leerstehende Haus, das abgeschlossen war? Das wird auf der Karte markiert sein. Ach, da hinten. Scheiße, ist voll weit weg. Ich rede nochmal mit jedem, den ich vorher treffe. So ein Semi-Open-World-Spiel einfach. Seid ge... Nachts gut. Hier, mit dem haben wir alles geredet. Ich komme jetzt aber nicht in jede Tür mit dem Schlüssel, oder? Nein. Schade. Warum gibt's denn dann Türen, die verschlossen sind? Das ist richtig assi. Ich möchte in alles reingucken können. Darfst aber nicht. Ich merke das schon. Da hinten ist die verschlossene Tür. Okay. Ach, jetzt stehen die Salamander auch davor. Wo ist euer Tribut? Welcher Tribut? Ich meine die Kinder, Dummkopf. Lasst mich durch.
Kein Tribut, kein Einlass. Das führt zu nichts. Ich werde euch töten. Jetzt machen wir erstmal die Salamandra kalt. Was meint er mit, die Kinder sind der Tribut? Kinder sind der Tribut. Ja, klauen die Kinder oder was? Naja, also die Salamandra sind die böse Organisation hinter dem Angriff. Und die haben Hexermuttergene geklaut und Hexer verwandeln Kinder in Hexer. Ah, die wollen also Hexer für sich machen. Wahrscheinlich, also. Könnte man schlussfolgern, ne? Wenn man aufgepasst hätte. Naja, sie verwandeln ja nicht Kinder in Hexer. Sicher? Sondern alle die Muttergene. Ja, Geralt war ja auch kein Kind, als er... Doch. Hast du dir das noch nicht aufgepasst? Doch, aber ich habe nicht aufgepasst, wie alt er da war. Vesemir hat ihn als Kind adoptiert, weil er ein Waise war, und dann haben sie ihn zum Hexer gemacht. So weit habe ich nicht aufgepasst. Gut. Kann sein, dass ich das vorgelesen habe, Alter. Weißt du, wie viel ich in letzter Zeit gezockt habe? Gar nicht. Hä, was ist der Leichnam? Hä, hier war ich doch auch schon drin. Salamandra-Versteck. Salamandra-Chef. Gut, dass sie die ganze Zeit die gleiche Bewegung machen. Das sieht super aus. Bitte sag mir, dass ich noch gegen diesen Hund spielen kämpfen muss. Welchen Hund? Gegen die Bestie. Das habe ich dir doch schon gespoilert, sozusagen. Das wollt ihr ja wissen. Ein bisschen. Ah, okay, sie sind tot. Wie gesagt, du musst gegen die Bestie kämpfen. Ja, das hast du gesagt. Ich spiele Rakete Online, dann steht da so ein Typ im Raketenwerfer, zielt auf mich und trifft nicht. Das Lustigste war, ich weiß gar nicht, wann war denn das? Neulich jedenfalls. War ich auch am GTA zocken. Und, da hat sich dann einer die ganze Zeit mit mir angelegt, kam die ganze Zeit an, hab mich getötet. Und, also er hat das zweimal oder so gemacht, dann waren wir das zu doof. Die Kisten sehen aus wie Harens Waren, die ich vor den Ertrunkenen gerettet habe. Dieser Bastard treibt Handel mit den Salamandra. Oh. Haaren Handel mit den Salamandra ist nicht so cool. Jedenfalls, dann hat er was. Ich brauche einen anderen Weg hier raus. Dann hat der Bastard immer versucht, mich umzubringen. Kam mit seinem Kuruma angefahren, habe ich ihn durch die Tür gekillt. Nein, gar nicht wahr. Den Kuruma habe ich in die Luft gesprengt. Und dann habe ich ihn die ganze Zeit gekillt, damit er seinen Kuruma nicht holen konnte. Und dann irgendwann ist er einfach gelieft. Das war ziemlich cool. Cutscene. Das hat ja gedauert. Ihr habt etwas, das mir gehört. Jetzt nicht mehr, fürchte ich. Und ihr, genau wie euer Vorgänger, ihr arbeitet derweil für Vergewaltiger und Mörder. Gefällt euch das? Wo ist Berengar? Der Trottel lief weg. Aber obwohl wir uns nur kurz begegneten, er war gesprächiger als ihr. Kein Wunder bei Azayavets Überzeugungskraft. Ihr behauptet, ich arbeite für Mörder? Dieses verlauste Dorf. Odo kam zu uns, um zu lernen, wie man Krieger tötet. Wir sagten ihm, ein Jammerlappen, wie er kann nur davon träumen, mit Soldaten zu kämpfen. Wer ist Azayavet? Ein mächtiger Magier. Ihr seid kein Gegner für ihn. Wir werden sehen. An Mut fehlt es euch nicht, Hexerchen. Mal sehen, wie es euch ergeht, wenn Azar euch geschafft hat. Faszinierendes Gespräch. Aber es wird Zeit für Taten. Wir haben nicht, was ihr sucht. Es ist nicht hier. Sie haben es direkt zu unserem Stützpunkt in Vizima gebracht. Schade. Dann eröffnen wir mal den Tanz. Alle zusammen, auf ihn! Sterbt, Schwein!
Okay, jetzt kämpfen wir erstmal gegen 600.000 Leute. Gefällt mir schon mal gut, dass wir jetzt erstmal gegen 1000 Leute kämpfen. Findest du es eigentlich als Zuschauer störend, dass da die ganze Zeit letzter Schlag und sowas steht? Ich bin kein Zuschauer. Wer ist denn dann der Zuschauer, der die beiden Parts geguckt hat? Okay, die erstmal habe ich geguckt noch. Also ich habe die Hälfte, also ich habe den ersten, glaube ich, angeklickt und dann habe ich nur das Ende kurz geguckt. Aber ansonsten, nee, warum sollte das stören? Weiß nicht, könnte sein. Psst. Ihr seid ein beeindruckender Schwertkämpfer. Alvin, warum bist du hier? Der Geistliche schickt mich zu dem verlassenen Haus. Er sagte, da würde jemand auf mich warten. Dieser Sohn einer... Gut, dass du in Sicherheit bist. Sie sagten, wir würden nach Vizima gebracht. Nach Vizima. Dort werde ich die Salamandra finden. Mir nach. Wir werden einen Weg aus dieser Höhle suchen. Diese Wand sieht dünn aus. Vielleicht können wir sie einreißen. Versuchen wir es. Okay, auf einmal ist der Junge hier und der Wichser ist ein Arschloch. Buch des Waldkauzes. Auszug aus den aus Kermoren gestohlenen Hexergeheimnissen. Enthält Formel für Tränke. Schwarzpulver, Visimas Gold und zwei Ringe. Okay, ich habe Tafelwasser mit. Tschüss, Tafelwasser. Wieso kann ich das keinem geben? Gegenstand weglegen. Was kann ich denn noch weglegen? Himbeersaft, Kuhmilch. Was macht man mit den Salamanderbroschen? Kann man die verkaufen? Jein. Du willst mich nicht spoilern. Nein, also du kannst drei oder so, ich weiß nicht, wie viel man genau verkaufen kann, also drei Stück konnte ich verkaufen. Also. Ich habe jetzt aber schon fünf. Ja, ich habe auch 17 noch über. Oh. Okay. Scheiße, was lege ich denn noch alles weg, ey? Brot hier, da hast du. Da willst du alles weglegen. Ja, ich habe gerade von diesem Anführer 6000 Sachen gekriegt. Zwei Ringe, die ich verkaufen kann. Ein Bier, was ich natürlich haben wollte. Und ganz viel andere Scheiße. Temerisches Stahlschwert. Schwandpilze? Seewandpilze, glaube ich. Okay. Oh, viel Gold. Und ein blauer Meteorit. Und Diamantstaub. Fuck, ich will das beides haben. Lass mich raten, Diamantstaub bleibt auch nicht dauerhaft. Naja, aber es macht 40% mehr Schaden für kurze Zeit. Den habe ich auch gerade bekommen. Warum kriegst du ihn jetzt schon? Wieso habe ich so viel nicht bekommen? Wahrscheinlich hast du einfach nicht gründlich genug gesucht. Eigentlich schon. Ich habe alle Leute gelootet. Okay. Ich trinke mal eben das Bier und dann... Nee, das liegt ja auch nicht in den Leuten, sondern in der Kiste lag das. War ja alles gut, was ich gefunden habe. Okay. Oh, hier liegt auch eine Schatztruhe. Oh, Gold, Gold, Gold. Jetzt habe ich zwei von den Waldkauz-Dingern. Auch cool. Alter, hier sind nur Wertsachen drin. Das zwingt mich, mein ganzes Essen abzulegen, scheiße. Da, zwei belegtes Brot mit Huhn. Ich könnte auch einfach was essen. Ich sollte vielleicht was essen. Meinst du? 5, 6, 5... Brötchen. Schatztruhe, ja, dann lasse ich das Bier auch erstmal stehen. Kessel. Oh, hier sind wir wieder hinter. Hammelbein, habe ich davon noch was?
Ja. Okay. Sie Kind. Wollten uns unseren Eltern wegnehmen. Bitte tut mir nicht weh. Ich tue euch nicht weh. Ich bin ja kein Vergewaltiger und Mörder. Gut, dass die Wand kaum auffällig ist. Folgt mir. Richtig cool zusammengefallen. Hast du mit allen Leuten schon geredet da drin? Mit den Kindern? Und da ist noch jemand eigentlich. Ach nee, Moment, nein, schon gut. Ich kann mir vorstellen, wer du meinst, aber der kommt wahrscheinlich erst in der nächsten Höhle, oder? Ja. Ich glaub, da war in der nächsten Höhle. Weil hier waren nur Kinder drin, 2 Stück. Und Alvin. Und die Chipmunks. Hast du vergewaltigt? Natürlich habe ich Alvin vergewaltigt. Ja, da vorne steht Abigail. Jetzt sag mir bitte nicht, sie gehört dazu. Das heißt, ja, sie gehört dazu, okay. Oh, sie schwebt durch die Luft. Warum seid ihr hierher gekommen, Hexe? Warum seid ihr hier, Hexe? Ich brauche einen neuen Zauber. Warum? Eure Magie raucht gewaltig. Mächtige Zutaten ergeben mächtige Zauber. Mächtig genug für das ganze Dorf. Warum tut ihr das? Der wütende Mob ist hier. Verbrennt die Hexe, brüllen sie. Sie hat die Bestie herbeigerufen. Ich muss mich verteidigen. Menschen haben die Bestie mit ihren bösen Taten herbeigerufen. Das überrascht mich nicht. Der ehrliche Nikul hat Ilsa vergewaltigt. Sie nahm sich das Leben. Ihr habt von dem Gift profitiert. Odo tötete seinen Bruder für Geld. Der Geistliche verstieß seine Tochter, als sie schwanger wurde. Jetzt lebt sie als Hure in Vysima. Haren verkaufte der Stadtwache ein Eichhörnchen für eine Handvoll Gold. Ihr habt das alles gewusst und nichts getan. Sie geben mir Gold für Gifte und andere Tränke. Was sie damit machen, geht mich nichts an. Jetzt ist klar, weshalb die Bestie euch heimsucht. Ich muss die Schuldigen überführen. Bleibt hier, während ich mit denen draußen spreche. Lasst nicht zu, dass sie mir wehtun. Meine Sünden sind nicht so schlimm, wie sie sagen. Wirklich? Findet es selbst heraus, wenn ihr wollt. Wir sind allein und wir haben alle Zeit der Welt. Abigail, seit ich euch das erste Mal sah, fühle ich mich zu euch hingezogen. Und was haben wir in der Zeit mit den armen Kindern gemacht? Okay, die sind weg. Okay. Quest aktualisiert von Monster und Menschen. Ich muss auch mit den Mob reden. Okay, 3. Karte läuft bei uns. Sehr gut. Aber ihre Karte war irgendwie nicht so geil. Die war richtig geil, Alter. Die macht mich ein bisschen fertig. Ja, hübsch. Jetzt kennt ihr meine Geschichte. Entscheidet. Wie hast du dich entschieden? Hast du sie leben lassen oder getötet? Ich habe sie leben lassen. Ja, ich werde sie auch leben lassen. Ich meine, sie ist zwar nicht besser als der Waffenhändler, der Waffen verkauft, damit Leute sich gegenseitig töten, aber irgendwie schon. Warum soll sie nicht besser sein? Was hat sie denn gemacht? Sie verkauft den Menschen die Gifte, um sich gegenseitig umzubringen. Aber sie verkauft keine Waffen an Gangs, die Kinder vergewaltigen oder so. Nein, aber sie verkauft Gifte an die Leute, die Kinder vergewaltigen? Nein. Doch. Die arbeiten nicht mit seiner Mann zusammen, oder? Nein, die sind ja auch nicht die, die Kinder vergewaltigen. Die Kinder vergewaltigen, sind die Dörfler. Die Dörfler haben doch... Also nein, warte. Mikul hat irgendwie seine Frau vergewaltigt und deshalb hat die sich umgebracht. Mit dem Gift von ihr, zum Beispiel. Hast du nicht aufgepasst? Nein. Okay. So, ich geh jetzt mal aus der Höhle raus. Jetzt kommt bestimmt eine Zwischensequenz mit dem Mob. Verbrennt die Geliebte des Teufels! Lass die Hexe unter Schmerzen sterben! Die Hexe versteckt sich dort drinnen. Soll das ewige Feuer ihren sündigen Leib verzehren, dann wird uns die Bestie verschonen. Nicht so schnell. Wir müssen ein gerechtes Urteil fällen. Diese Schlampe hat mein Leben ruiniert. Sie hat meinen Bruder verzaubert. Sie wollte ihn stehlen. Ihn und sein Gold. Mein Bruder hat sie verschmäht. Darum wirkte sie Teufelsmagie auf mich.
benutzte mich, um ihn zu töten. Diese Heimtücke. In ihrer Hütte bemerkte ich eine Puppe, die euch ähnelt. Ich träume noch jetzt davon, wie ihre Magie den Mord beging. Sie verdient den Tod. Sie hat aber auch den Bruder von dem Fetten umgebracht. Sicher? Bin ich mir noch nicht sicher. Euer Bruder war ein Krieger. Ihr seid nichts weiter als ein Säufer. Wie hättet ihr ihn je töten können, wenn nicht im Schlaf? Warum hört ihr auf ihn, Geistlicher? Er ist ein Mutant, eine Missgeburt, ein Hexer! Was ist eure Anklage, Haren? Sie machte mich zum Hafka. Sie versprach mir ihren Körper, wenn ich den Skoyatel helfe. Ich verachte Anderlinge, aber ich musste Handel mit ihnen treiben. Euch ist es doch nicht schlecht ergangen. Gold ist nicht alles. Es gibt auch Prinzipien, denen man treu sein muss. Ihr handelt mit Banditen, die Kinder entführen. Ich glaube euch kein Wort. Habt ihr eure Entscheidung getroffen? Was denkt ihr, Geistlicher? Die Hexe hat Odo und Haren benutzt. Und sie hat Ilsa vergiftet. Mikul vergewaltigte Ilsa, die sich daraufhin das Leben nahm. Abigail hätte schon längst fortgehen sollen. Aber sie blieb, um sich für das böse Schicksal, das über sie kam, zu rächen. Mit ihrer Teufelsmagie hat sie die einfachen Leute manipuliert und die Bestie herbeigerufen. Nachdem ich gehört habe, dass die Dorfbewohner so scheiße sind, zwar das nicht nur von Abigail, sondern auch von den, wie heißen die Spasten, Salamandra? Na, ich weiß nicht. Skoyatel. Nein, Skalamandra. Die Salamander sind die bösen Leute. Ja, die Skoyatel sind die Unschuldigen. Also die Robin Hood, sage ich jetzt mal. Die Salamander sind die, die mir erzählt haben, dass die... Was haben die nochmal erzählt? Ach ja, dass die Dorfbewohner Vergewaltiger von Kindern sind. Ich weiß nicht, ich finde Abigail jetzt nicht so schuldig wie die. Das ist so wie das mit den Waffen... Warum sind die Dorfbewohner Vergewaltiger von Kindern? What the fuck? Keine Ahnung, haben die doch gesagt. Also in meiner Story kam nichts mit Vergewaltigung von Kindern. Also Ich werde es gleich in dem Ding nochmal nachgucken. Oder Mörder und Vergewaltiger von Kindern bin ich der. Nein, Mörder und Vergewaltiger. Mörder und Vergewaltiger? Mörder und Vergewaltiger von Kindern? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Das ist dieser Mann auch. Die sind nur Mörder. Und sie wollten Shani vergewaltigen. Nein, das waren doch keine Salamandra. Doch. Ja? Hab ich mir nicht drauf geachtet. Glaube ich zumindest. Ich guck nachher nochmal nach. Aber ich weiß nicht, der Geistliche stößt seine Tochter aus, nur weil sie schwanger ist. Und schickt Alvin in die Höhle. Zu den Salamandra. Ich glaube, der arbeitet mit denen zusammen. Ich bring die um. Nein, ihr seid die Schuldigen. Schweigt, Dreckskerl. Ihr seid der Anführer dieser Schurkenbande und müsst damit wissen, dass sie Kinder an die Salamandra verkaufen. Und ihr habt von der Vergewaltigung und dem Mord gewusst. Ich spucke auf euch. Ihr seid alle gleich. Alle schuldig. Das werdet ihr bereuen. Ich hole Abigail. Geht wieder heim. Was, ich darf nicht umbringen? Seit Zeit sind Frauen die Wurzel allen Übels. Werkzeuge des Chaos. Verschwörerinnen gegen die Welt und die Menschheit. Frauen werden nur von der Fleischeslust geleitet. Um ihre unstillbare Lüsternheit und ihre unnatürlichen Begierden zu befriedigen, lassen sie sich mit Dämonen ein. Die wollen uns töten. Das sollen sie mal versuchen. Da ist sie! Verbrennt die elende Hexe! Niemand verbrennt hier irgendwen. Freunde, sie wollen uns Angst machen. Fürchtet euch nicht. Sie sind machtlos, wenn wir zusammenhalten. Ach, wirklich? Hinfort, Hexer, und lasst die Hexe hier, sonst verbrennen wir euch auch. Ich möchte sehen, wie ihr das versucht. Verschwindet, dann lasse ich euch vielleicht in Frieden. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr wartet, bis ich fort bin und ermordet Abigail. Aber dann komme ich wieder und ich schlitze jeden verlausten Bauern und alles auf, das nicht auf einen Baum klettern kann.
Oder ihr könnt ein anständiges Leben führen, euer Gewissen reinwaschen und neu anfangen, wie Menschen. Ihr habt die Wahl. Hab Dank, Geralt. Gehen wir. Wir müssen uns um die Bestie kümmern. Also, mit Nvidia Hairworks hat das besser ausgesehen. Ich darf davon ausgehen, dass bei der Bestie der starke Kampfstil der richtige ist. Keine Ahnung. Und ich darf davon ausgehen, dass ich erst die Bagesten töten muss, weil die sonst Abigail töten? Nein. Also, am besten gar nicht die Bagesten, also voll auf die scheiß Bestie und versucht zu stunnen und sie zu töten. Okay. Zugefügten Schaden um 20% oder um 10? Von dem 10 haben wir 2. Dann sollte man schon mal einen Heiltrank vorhin annehmen, oder? Weiß ich nicht, also einen Heiltrank habe ich jetzt nicht gebaut, aber naja. Ich habe nur ganz knapp überlebt und auch viermal voll gestorben oder so. Ich würde vorher einen Heiltrank nehmen. Warum bin ich gestunt? Das hat das Vieh so an sich. Du bist tot, Abigail ist tot, gut gemacht. Ja, aber ist nicht so schlimm. Ich brenne, ich bin tot. Toll, dass sie mich einkesseln können. Ja, das hatte ich auch. Okay. Jetzt sag mir bitte, das hat gespeichert, bevor wir in den Kampf gegangen sind. Der Part ist übrigens seit einer halben Stunde vorbei oder so. Verbrennt von daher, bis gleich.